Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Weiter geht's hier mit The Evil Within. Wir hängen ja jetzt hier immer noch an dieser Flüchtigen aus The Ring quasi. Und folgendes. Also ich habe ja, ich denke ja, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin, ja, die zu bekämpfen. Man muss auch zugestehen, dass ich mich da mal, ich habe mal kurz bei jemand anderem reingeschaut. Und da wurde es genauso gemacht. Allerdings, ja, das pisst mich ein bisschen an. Konnte die Gute diese Dinger hier, ne? Also, mal kurz hinlaufen. War das jetzt hier? Öfter benutzen. Und ich kann die nur einmal betätigen, ja? Die hat die Ausgeburt hier da dreimal in dieses Zeug reingelockt und dann war die tot. Ich hingegen, ja, hab die schon etliche Male erwischt und es hat einfach mal nichts gebracht. Was ich ein bisschen uncool finde, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich denke mal, die wird einen anderen Schwierigkeitsgrad spielen. Sprich, einen leichteren, nehme ich mal an. Ah, jetzt muss ich doch mal schauen. Hier, okay. Und da ist das vielleicht möglich, aber auf Überleben, ich ja hier spiele, kann man die. Ah, ich sollte da runterspringen. Naja. Kann man das irgendwie nur einmal verwenden hier? Das ist schon ein bisschen ätzend. So. Geht rein da. Jawohl. So, Nummer Uno. So, Leitern hochklettern, wenn die hier rumdallert, ist nicht so gesund. Das haben wir beim letzten Mal mitbekommen. Kommst du hier auch? Vielleicht dauert es auch einfach ein Weilchen, eh. Die. Ach, die war ja noch gemacht. Die dann wieder funktionstüchtig sind. Ich finde es auch relativ unangenehm, wie langsam hier diese Leiter hochklettert. Ja, viel zu langsam. So, ich könnte ja natürlich aber auch einfach mal diese Fackel hier über den Hals hauen. So. So, dann machen wir mal hier weiter. Warte. Ach, da kommt er. Oh, Scheiße! Na, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ach, ich finde das echt frustrierend, ganz ehrlich. Und ich bin echt auch der Meinung, dass ich vielleicht meinen Schwierigkeitsgrad runterschalten sollte, aber eigentlich will ich das nicht. Ich will mich mal so ausdrücken. Wenn wir das in den nächsten zwei, drei Parts hier nicht auf die Reihe bringen, ja, dann bin ich echt gewillt, meine Schwierigkeitsgrad runterzuschrauben, ganz ehrlich, weil man will ja auch gucken, wie es weitergeht, ne? Und wenn ich hier die ganze Zeit an diesem Ding rumklebe, das ist ja dann auch nicht so angenehm. Okay. Wir versuchen es nochmal. Hier liegt noch eine Fackel, sehr schön. So langsam sehe ich in dem Bereich auch relativ durch, denke ich. Aber die. Komm, jetzt geh doch mal die Leiter ein Stück schneller hoch, Mensch. Genau. So, noch zwei.
So, die Dinger bleiben nämlich jetzt unten. Ich kann die nicht wieder verwenden. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich, weil bei dem, was ich da gesehen habe, da ging das. So. Wieder getroffen. Wir können das Ganze ja mal ausprobieren. Da, seht ihr? Kann ich nicht verwenden. Vielleicht mögen die Entwickler meinen Account nicht. Kann ja auch sein. So, okay. So sieht's. Da kommt er. Ich hab sie doch erwischt. Oh. Okay. Auf ein neues. Weil es so viel Spaß macht. Ich bin. Ach, vielleicht sollten wir auch erstmal diese ganzen Fässer hier nutzen. Aber selbst das hat beim letzten Mal ja auch nichts gebracht. Das ist ja. Das ist, keine Ahnung, ey. Na gut, wir versuchen es. Ja, schleichen ist natürlich super. So, wo ist die gute? Da ist er. Ja, komm rum zur Party hier. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt hin? Oh! Wo? Oh. Da. Da war. Jetzt taucht sie wieder auf. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich glaube, die taucht immer. Die kommt immer durch diese Leichen hier durch. Wo bist du? Ist, wenn ich nicht weiß, wo die ist. Da. Das ist gut. Ja, ja, komm mal ran hier. So. Okay, jetzt taucht sie natürlich direkt hier auf. Hier mal am Schleichen. Nein, du solltest doch springen. Okay, wie viele Treffer waren das jetzt? Drei. Aus meiner Erfahrung heraus wissen wir ja. Beziehungsweise Lizzie hat darauf hingewiesen, dass ich schon fünfmal die erwischt habe und das immer noch nichts gebracht hat. Von daher sollten wir die vielleicht noch mindestens zweimal treffen. Schneller. Ja, wieder mal zu langsam. Sehr gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. So, das ist alles Mistvieh. Da. Na, komm an. Das war nichts. Das aber.
Das bringt einfach mal gar nichts. Sehr gut. So, die hatten wir schon betätigt, glaube ich. Ah, ja, 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 und schleichen, na klar, das bringt's. So, wo ist sie? Da. Okay. Den kann man auch nicht beschleunigen, dass der hier mal ein bisschen schneller hochkraxelt. Ja, war wieder zu langsam. Sehr gut. Ja, scheiße. So, ja, jetzt muss ich jetzt gerade mal kurz überlegen. Die Fässer haben wir ja alle schon. Genau da, wo ich sie eigentlich haben will. Aber es wird sie wahrscheinlich gleich nicht mehr sein. Ja. Ach, das ist doch nicht zu fassen. Ach, ist das frustrierend, ehrlich. Das ist so richtig frustrierend hier alles. Ich bin jetzt auch relativ ratlos, was ich hier noch machen soll. Die hat beide Fässer abbekommen. Die hat zwei Schläge abbekommen und die hat ein so ein Dings abbekommen. Was soll ich denn noch alles machen? Das ist, mehr ist doch hier gar nicht mehr möglich. Und er lässt sich Zeit. Ne? Macht ja Sinn. Und wieder zu langsam. Ach Mann, ey. Jawolli. So, das war dann Numero 2. Laufen wir mal hier rüber und runter hier. Wo ist sie denn jetzt? Naja, wieder zu langsam. Betätigen bitte. Jawohl. So, herrlich. Da ist er. Ah. So. Ich glaube, ich habe gecheckt, wie das hier mit ihr ist, mit dem immer wieder auftauchen. Die kommt immer durch diese Dinger hier durch. Ja! Ja! Das muss mir jetzt mal einer erklären. Das waren ja jetzt bloß 4 oder auch nur 5 Treffer. Warum? Ist egal. Warum ist egal? Es ist scheißegal. Wir haben es geschafft. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ach, das macht mich gerade glücklich.
Können wir mal kurz nachladen, noch was aufheben. So, irgendwo lag doch hier noch was rum. Hier ist die aufgetaucht. Muss ich mal überlegen. Hier runter. Das ist noch eine Fackel, die kann man eigentlich auch zur Not mal mitnehmen. Oh, jetzt bin ich hier schon wieder völlig desorientiert. Wo ist denn jetzt? Da hinten. Direkt am Ausgang. Ja, gut. Naja. So, hier einsammeln. Ist voll. Jetzt sammeln wir noch ein. Oh, und dann kann es weitergehen. Ich bin begeistert. Ernsthaft. So, gut, gut, hier lag noch was. Was liegt hier? Streichhölzer, auch gut. Hatten wir ja auch nicht mehr so viele. Oh Mann, was ist denn das? Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. Jesus, was ist das denn? Ah, ein Gehirn. Ah ja, klar. Natürlich. Und jetzt habe ich keine Fackel mehr. Na super. Ja. Oh, bin gleich schon wieder tot. Na. Ah! Kann man die überhaupt töten? Ah. Jetzt fall hin. Verbrezle ich wieder meine ganze Muni an euch hier. So, da ist noch einer. Ja. Ja, jetzt fall halt hin. Ja! Ach, ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe einen Titel. Ach Quatsch, ein Titelbildschirm wollte ich gerade sagen. Ein Kapitel überlebt. Gut, sehr guter Grund, das Video zu beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Danke euch fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dankeschön.